KI verändert all unsere Lebensbereiche, von der Bildung über den Beruf bis hin zu unserem privaten Leben. Doch wie verändert sich die Relevanz von unseren Basiskompetenzen und wie gehen wir mit dieser Veränderung um? Das haben wir untersucht. Hallo, mein Name ist Julia Lanzel und ich arbeite als Habilitantin am Fachgebiet Digitales Management der Universität Hohenheim. Meine Kollegen und ich haben eine Studie mit 34 ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis durchgeführt. Unsere Ergebnisse zeigen, im Umgang mit KI gewinnen vor allem zwei Basiskompetenzen an Bedeutung. Die Kompetenz zum kritischen Denken und die Digitalkompetenz. Denn KI kann zwar viele Aufgaben automatisieren, mit ihr zu interagieren und ihre Ergebnisse kritisch zu hinterfragen, das bleibt eine menschliche Domäne. Soziale Kompetenzen bleiben unverändert. Denn menschliche Interaktionen sind zumindest bisher nur in sehr geringem Maße durch KI ersetzbar. Ethik- und Kulturkompetenz wird wichtiger, denn Menschen müssen moralische Werte und Normen im Umgang mit KI stärker hinterfragen und überwachen. Unsere ExpertInnen kommen zu dem Schluss, dass traditionelle Fremdsprachenkompetenzen an Bedeutung verlieren, denn KI kann solche Übersetzungen und sprachliche Kommunikation zunehmend übernehmen. Lehrpläne und Schulungsprogramme sollten künftig einen starken Fokus auf die Digitalkompetenzen und das kritische Denken legen. Aber auch soziale Basiskompetenzen und insbesondere Ethik- und Kulturkompetenzen spielen eine immer größere Rolle für Arbeitgeber.